Barbaren Bros. Hello, welcome back. Würde ich sagen, wenn ich Engländer wäre, aber ich bin Deutscher, deswegen sage ich Hallo, willkommen zurück bei den Barbaren Bros. Wir waren in der letzten Folge in dieser Kammer von Krells Festung oder so und sind da auf wahrscheinlich diese alten Superwesen gestoßen. Haben auch ein paar Andenken mitgebracht. Nee, ich habe die gar nicht mehr, die Andenken, sehe ich gerade. Doch. Nee. Was? Ich habe die nicht in meinem Inventar, diese Statuen. Was? Aber ich habe die Schlüsselfragmente. Ich habe die Ja, tatsächlich nicht mehr in die habe ich meinem. auch. Okay. Ich habe hier auch das Sprachwörterbuch da. Ja, Ja, das aber. ist. Ich glaube, das bringt dann. Aber lies es ruhig mal. Vielleicht Habe ich, kannst du habe dann ich. irgendwie. Aber ich Also. glaube, das ist eigentlich nur dafür da. Da kann man so Notizen halt schreiben. Hatte ich ja in dem alten Lager gebaut. Solche Notizen. Ja, eine ganz schlimme Sache ist passiert, liebe Leute. Diese verfluchten, hinterhältigen Skelette haben uns scheinbar unsere Pferde gestohlen. Nein, wahrscheinlich sind sie einfach zurück irgendwo hin. Wir hoffen, dass sie zur großartigen Burg. Hilf mir mal schnell. Castello del Castel Barbaro. Castel del Bro. Castello del Bro Ich glaube, zurück wir schreiben sind. es auf, damit du es dir merken kannst. Für immer. Ja. Ich hab's mir schon auf Oh, den Arm tätowiert. da steht ein Pferd rum. Wo? Bei den Weißes, bei den Katapulten. Ach was. Ach, es Aber, geht dahin, wo es gern am liebsten war. wo ist mein Pferd? Vielleicht Wo tatsächlich ist im Kast. Ferrari? Ach, es spielt wieder mit den Skorpionen. Na dann. Aber mein Pferd ist irgendwie weg. Hier Nicht, mal dass. aus, oh, ich habe es hier tatsächlich mal auf Bewachen geklickt. Vielleicht setze ich ihn wieder hier. Aber habe ich Guck doch doch mal auf der auch. Karte. Habe ich doch schon. Und? Ja, ich glaube, es steht. Am Lager steht's, glaube ich. An dem Baulager. Okay. Ja, wir müssen uns noch eine Kiste machen, wo wir die Souvenirs reinpacken. Ja, also du hast die Statue noch? Das ist ja echt merkwürdig. Nee, ich hab die nicht. Du hast Okay. die alle genommen. Ich hab nur das Schlüsselfragment. Ja, ich habe auch nur das Schlüsselfragment und ich habe nur meine auch wieder eingesammelt tatsächlich. So, ich Deine muss mir Statuen. hier eben tanzen lassen. Ihr seht, wie der Balk oben weggeht. Mal eben einmal ganz kurz. Der Sommer ist da, wie wunderbar. Die Hitze auch. Mein Ventilator muss ich mir bewegen wieder machen. Ich habe auch einen an, So. ich hoffe, man hört ihn nicht. Ja, Wenn ich das hoffe, man nicht hört ihn mehr auch so nicht. nachher im Stream, wenn wir es uns nochmal angucken. So, was ist das Geräusch, was uns alle übertönt? Nee, also ich hör's auf jeden Fall nicht. Ja, Ich das höre haben aber wir nur so natürlich ein vorher bisschen mehr. getestet, aber ist immer die Frage, wie sicher diese Tests sind. Weil er einfach mal die Kisten volllegen. Ja, wieder auf Falsch. Castel del Bro. Ich glaube, ich werde mal zum Baulager fahren und mir eine normale Fackel nochmal bauen. Tatsächlich diese wunderschöne Fackel, die du mir Wir mal haben, ge glaube ich, oh doch, wir haben in der Kiste irgendwo ist ein bisschen Holz. Nee, Gebellt du kannst sie Hammers. reparieren. Du kannst sie reparieren. Was wollte ich? Nö. Nö, was wollte ich? Nö. Wollte irgendwas. Ich habe vergessen. Was. Ach so, genau. Ich wollte den Ringschlauch wieder hier einmal reinpacken und einmal wieder auffüllen. Oh! Ich sehe nichts! Was? Wer hat mich da angefasst? Wer von euch beiden war das? Irgendwer hat mich da gerade im Dunkeln angefasst. Na gut, vergessen wir es einfach. Reden wir nicht mehr drüber. Okay. Ich habe so eine Vermutung, wer das war. Was meint ihr im Chat? Hey.
Ja, wir kaufen uns ein bisschen Holz. Holen uns ein bisschen Holz. Und wo geht's denn als nächstes hin, Tento? Hast du eine Idee? Ja, das ist jetzt die Frage. Also es gibt ein fettes Rhinoceros hier bei diesen Rhinocerösern da. Frage ich mich auch, wie stark das ist. Man könnte. Immer dieses Ja. Kapsel. Das, weil ich so panisch immer kämpfe. Japanisch. Ja, ohne das ja. Also panisch. Kämpfe panisch. Fackel, 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 Fackel. Ja, wo sind denn die Fackeln? Hey, du musst hier Holz nehmen, einfach. Ja, aber. Holz und. Und Pflanzenfasern, aber ich habe die Fackel nicht mehr. Ich kann die nochmal. Finde die nicht mehr, wo ich die bauen kann. Du musst sie nicht bauen, du klickst auf Reparieren. Du nimmst Holz, nimmst Pflanzenfasern, klickst auf die Fackel und dann Ja. gibt's unten Ich irgendwo hatte. Ja, Reparieren. dann lass mich dir das einmal erklären, die Situation. Ich hatte diese blaue Fackel. Die kann ich ja Ach nicht so, reparieren. kann es Und. sein, dass du diesen Trank getrunken irgendwann vor 2 Folgen den Trank Nein, gefunden? du Und ich habe warst gesagt, gerade der. ein bisschen abgehackt. Also, So. du hattest so einen Trank gefunden, von dem ich dir Ja. gesagt hatte, trink den nicht. Der setzt deine Attribute zurück oder deine Fähigkeiten. Kann sein, Kann es es sein, kann dass auf du den jeden Fall sein, getrunken dass ich den getrunken habe. Ich mag es nicht ausschließen. Aber ich gucke hier gerade und ich kann eigentlich die Fackel noch bauen. Ich kann nur diese normale und diese behelfsmäßige Fackel nicht bauen. Was? Ja, kannst du die nicht reparieren? Ach so, vielleicht. Ah, weil ich bei Häusern war. Ich hatte hier den Du musst Suchverlauf nur bei Häusern angeklickt. Ja, nee, alles bei gut. Ich hab's jetzt. Dekoration. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Kommt raus. Jetzt haben wir hier mal wieder eine vernünftige Fackel. Eine, die auch brennt. Wo man sich auch dran verbrennen kann. So. So eine richtig schöne, wehrhafte kleine Burg hier. Vor diesen gigantischen Mauern natürlich, ne? Die auch gibt. So, wo bist du denn? Wo geht's als nächstes hin? Ja, das fragt man sich schon immer, ne? Wo geht's als nächstes hin? Ja, im besten Fall, ne? Wir könnten hier kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du denn noch auf der Uhr? Ja, neue Folge. Eine halbe Stunde machen wir eine neue Folge, eine Episode. Und wie viel Zeit hast du denn noch? Wie viele Episoden schaffen wir denn in dieser Staffel quasi? Ja, 1 bis 2 würde ich mal sagen. Ja, dann würdest du denn gerne in die vergessene Stadt gehen, diesen Bibliothekar aufsuchen, die namenlose Stadt, Entschuldigung? Oder lohnt es vielleicht auch noch mal weiter in den Westen zu gehen? Kurz, wir haben jetzt noch keine Kiste. Ah, weißt du was? Wir packen die Souvenirs in die Kiste in dem Besprechungsraum. Ja, gute Idee. Oh, das ist gut. Ist da überhaupt schon was drin? Nee. Vielleicht habe ich sie auch dafür gebaut, ich weiß es nicht mehr. Ich habe getrunken. Ja. Na, wie gefällt dir dieses Loch jetzt? Finde ich super. Ey, ich habe die Schlüssel, ich habe meinen Schlüssel auf die anderen Schlüsselteile getan. Jetzt ist da ein Schlüssel für das innere. Für das innere Ernsthaft? Heiligtum. Ernsthaft? Ja. Ja, dann los! Was sitzen wir dann hier noch rum? Brauchen wir noch Ja, ich würde. Aloe-Tränke und so? Ja, wir brauchen alles. Wo hast du denn Aloe-Tränke und so? Ja, wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, in der Kiste, neben dem Ausfalltor. Wir haben ein Ausfalltor? Ich dachte, das ist das Haupttor. Das geht nach hinten raus, das andere Tor. Ach so. Das Du ist also hinten. Tumba-Tor. Selber, Tumbator, also bitte. Muss ja nicht gleich übertreiben hier. Elixier der Freiheit habe ich nur noch eins.
Willst du den Einhieb-Typen weiter mitnehmen oder die Tänzerin vielleicht doch wieder? Nee, oder? Das so lief doch ganz gut, oder? Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Aber dann los jetzt! Keine Möglichkeit vom Schützen. Vorwärts! Im Arsch! So ist mein Pferd. Keine Ahnung. Aber dieses große Nashorn reizt mich auch, muss ich sagen. Ja, der Skorpion greift mich Warte, übrigens nicht an. hast du den Schlüssel dabei? Ja, natürlich. Echt jetzt? Oder muss ich nochmal nachgucken? Ich guck vorsichtshalber nach. Ja, ich wollte gerade sagen, vertraust du mir, dann guckst du jetzt nicht nach. Okay, ich vertraue dir. Er guckt gerade nach. Bin mir sicher, er guckt gerade nach. Nein, ich reite jetzt einfach raus. Ja, du bist gerade bei der Truhe. Weil ich dir vertraue. Ich bitte dich, wir wissen beide, dass du jetzt gerade bei der Truhe bist. Du musst dieses Schauspiel jetzt nicht noch weiterführen. Das ist ja lächerlich. Einfach nur lächerlich. Wo bist du? Na, weit weg. Weil du ja noch nachgucken musstest. Und? Habe ich den Schlüssel mitgenommen? Wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja nicht nachgeschaut, weil ich dir vertraue. Bist du schon da? Ja, guck mal nach rechts. Ah. Bist du der, der gegen den Skorpion kämpft? Ja, einer von den beiden. Ach shit, ey. Sind unsere Typen wieder aufgeladen? Wir haben viel zu wenig zu essen dabei, ich zumindest. Ich habe noch 27 Fleischfetzen. Ich habe extra noch welche gemacht, die wir jetzt vergessen haben. Hast du noch Ambrosia und so? Weißt du, du treibst immer so an, bist dann aber so halb ausgerüstet. Ja, Ambrosia. Was ich nicht habe, sind Elixiere der Freiheit, aber die gibt's hier nicht. Die Nee, müssen wir okay. wieder zum Ablager. Verfluchte Geisterskelette! Oh mein Gott, sie sind verschwunden! Denn Tobi? Ja. Wo bist du? Weil ich bin bei der Basis, weil ich uns noch Ambrosia hole. Oh, shit. Ach so, deswegen könnten die verschwunden sein. Und was zu essen. Du bist zu weit vom Horst entfernt. Gib dir Horst. Du bist der Horst. Wer ist der größere Horst? Der Horst oder der, der hostet? In diesem Fall du. Verdammt. So eine richtige. Ist das nicht so eine Hallo. richtige. Hallo. Hast du meine Ambrosia? Ich habe mir echt lange überlegt, was könnte jetzt die frechste Antwort sein, die ich jetzt geben kann. Nicht überlegen, du Lump. Ah, schön. Ja, ich glaube, heute sollte der heißeste Tag des Jahres sein, sagten Meteorologen, aber was wissen die schon? Aber es ist wirklich sehr heiß. Ey, der hat so einen Sauron-Helm. Nicht mehr lange. Oh, vielleicht doch noch ein bisschen. Ah, diese verfluchten Bogenschützen. Ach, dieser verfluchte schwere Hammer. Dieser verfluchte Ort. Ah, mein Elixier der Freiheit wirkt übrigens noch. Ach so, fährt, 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 fährt. Nicht mehr folgen. Du, hier bleiben, okay? Warte, kann man das? Nee, kann man nicht hier. Wenn man das hier bewachen lassen könnte, würde das wahrscheinlich hier bleiben. Aber da das nicht Nee, geht, kann man nicht.
Okay. Also mein Pferd kundschaftet jetzt. Und ich gehe rein. Sieht ganz schön böse aus, muss ich sagen. Tobi? Ja. Was tust du denn da? Ich sortiere meinen Scheiß. Ah, da, ich habe hier eine Willst du noch? super schöne Einstellung für ein super schönes Bild gerade. Willst du jetzt noch Ambrosia? Ja. Das sieht aus immer, wenn dieses Päckchen so zwischen den Beinen auf den Boden fällt. Nein, bitte nicht, Dad. Die Dad-Jokes. Hast du einen? Apparat. Ich habe nur den. Hey Karl, wie nennt man? Was ist am Strand? Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Nein, bitte nicht, ey. Eine Nuschel. Eine Nuschel, Karl. Das ist vielleicht Kontext der Dad von The Walking Dead. Genau. Von der Zombie-Serie. Also, wenn ihr das nicht kennt, es geht um Meme. Und zwar, ich glaube, es ist die zweite Staffel von Walking Dead, wo die Mutter stirbt und der Vater es dem Sohn sagt, eigentlich super traurig. Spoiler, du Oh, musst ruhig Spoiler-Alarm! Spoiler Oh sagen. nein! Spoiler-Alarm! Oh nein! Oh mein Gott! Ja, okay. Also, wenn ihr mich verklagen wollt, bei mir gibt's nichts zu holen. Ne? Gott sei Dank. Außer Liebe. Aber die kriegt ihr nicht, wenn ihr mich verklagt. Ja, sorry, aber muss man irgendwo muss man aber aufhören, ne, zu geben. Irgendwo muss man Grenzen setzen. Ja, und daraus hat jemand so ein Meme gemacht mit schlechten Wortspielen, wo eben der Vater dem Sohn Aber alles zählt. ich muss mal sagen, also haut gerne in die Kommentare, wenn ihr noch solche Witze kennt. Finde ich immer witzig. Oh, ich hatte letztens noch so cool, aber die habe ich gerade vergessen. Nee. Keiner. Ja, was gibt's denn noch für Witze? Hier, fliegt nur wo durch die Wüste Reifenpanne, wie viele Bonbons waren in der Tüte, ne? Ja, das ist kein Witz. Anti-Witz. Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Ja. Es gibt aber so mega viele Witze. Warum sind Ameisen religiös? Ja, ich hab das Gefühl. Wir haben schon mal hier diese ganzen Witze Ja, hier. ich glaube auch gerade, als ich den erzähle. Weil sie sind Insekten. Ja. Denke, Klopfer. Aber vielleicht solltest du mir lieber den Schlüssel geben. Ja, gute Idee. Weil du vielleicht die Tür gar nicht aufmachen kannst. Aber lass uns erstmal hier diesen Ja. Kasper umhauen. Ey, der hat Wobei, noch der so eine da ist Axt. dabei. Ja, ich habe auch eine. Ich leg mal den Schlüssel hier bei mir ab, ja? Achtung, ich lege den Schlüssel ab. Bist du bereit? Ja. Nicht, dass er verschwindet. Oh, Schlüssel. Ich hab ihn. Alles Okay. gut. Alles gut. Oh. Das hätte echt Das hätte übel ausgehen echt. können. Überleg mal. Also, ich wage es mir gar nicht vorzustellen. Weißt du was? Warum packe ich mir eigentlich nicht die Axt rein? Weil Hämmer besser sind. Ja, das stimmt natürlich. Hier, da. Oh, da sind irgendwelche Spitzen im Boden. Oh, da kommen Spitzen aus dem Boden raus. Ja. Guck mal, da liegt eine Leiche. Da, in den Spitzen. Ist ja spitze.
Wie kriegen wir raus, wo Spitzen sind? Man die immer? War das noch bei Indiana Jones 3? Da gab es aber Spitzen? Nee, Moment, bei Indiana Jones 3 gab es keine Spitzen. Da gab es diese, nur der bußfertige Mann wird bestehen, wo man sich hinwerfen muss, weil dann auf einmal irgendeine Kette kam, irgendeine Säge. Hier sind wieder Spitzen, Achtung! Achtung, Achtung. Ist hier eigentlich, nee, klettern ist vielleicht, hier nicht möglich. Weißt du was, vielleicht geh du einfach mal vor. Weil, ey, wir kommen hier nicht weiter. Kannst du da klettern? Nee, da hinten ging es noch. Wo lang? Wenn wir da nicht drüber kommen. Ja, hier ist übrigens... Wo die Spitzen haben gerade ausgelöst. Ja, habe ich gesehen. Hier rechts? Nee, links. Links. Ah, hier. Also, warte, warte. Dafür, dass das ihr Allerheiligstes ist, wird das aber sehr schlecht. Ich muss auch sagen. Gehalten. Aber vielleicht bedeutet das heilig für sie sein. Man lässt es verkommen? Ja. Achtung, hier rechts sind Spitzen. Hier ist irgendeine ein Sandsteinfundament. Hast du das Geräusch gehört, als ich aufgekommen bin? Ja, und hier sind auch wieder Fallen. Ich lasse dich mal vorlaufen. Ja, schädliches Gas. Und es müffelt. Die linke Falle gar nicht gesehen. Nee, du hast schon vorher so gerochen. Jetzt schieb das nicht auf die Falle. Ich würde euch gerne helfen, aber dann muss ich auf diese Falle laufen. Okay. Weißt du was? Ich habe ja jetzt sozusagen meine Gasmaskenhelm dabei. Ich habe das Gefühl, der hier ist krasser. Ja, ist nur ein Gefühl. Ah, der Geist ist krass, Alter. Hilft die Gasmaske auch gegen so ein Gas? Ja, Gasmaske hilft immer gegen Gas. Deswegen heißt sie ja Gasmaske. Meine Güte, ey, diese Fallen, die sind ganz schön. Die gefallen mir. Nicht! Ah, der war nicht schlecht. Nicht schlecht. Easy, kommen Sie mal her. Was sind Sie denn da rum? Kommen Sie doch einmal her. Hier geht eine Treppe nach oben. Hier sind ein paar Kisten. Es klang so, als wäre da irgendwas ausgelöst worden. Ja, das war Kurt, glaube ich. Hier sind Betten! Hey, wir können hier über Nacht bleiben! Hey. Oh. Wow. Aber tut mir nichts. Vielleicht, weil ich diese Drachenrüstung anhab. Aber das Feuer hat mir echt nichts getan. Da war ein Schlüssel drin, ein rostiger Schlüssel und 20 Goldmünzen. Oh ja, guter Punkt. Ich wollte ja auch öfter die Fackeln anhaben hier unten. Das vergesse ich Religion immer. Lohnt sich also doch. Ah, diese Fallen... kommen nach. Du meinst, die laden sich wieder auf? Ja, genau. Voll in den Rücken! Ja, Mann. Und wer ist als erster wieder bei der Truhe? Okay, da geht eine Tür weiter, aber hier links geht's auch noch weiter. Ah. Beziehungsweise jetzt rechts. Oh. Oh. Wie kommen wir denn da durch? Ich geh vor! Yeah! Das hat echt gut geklappt. Hier ist wieder eine Treppe, die nach oben führt. Da kommt einer von links, da sind aber auch so Spitzen. Ja. Sind die eigentlich heftig? Die auch Spitzen? Der Zerstörer sollte was essen, ne? Wo ist er? Da. Ah, kein Problem, ich hab doch was dabei. Ach, du hast ihm schon was gegeben? Dann. Hier ist noch so ein blaues Vieh.
Oh Mist, ich könnte hier deine Hilfe wahrscheinlich gebrauchen gleich. Da kommt nämlich noch so einer. Damit wir zahlenmäßig weiterhin so erfolgreich überlegen sind. Warte, da kommt noch einer. Mein Gott, es gleicht sich gleich aber aus hier. Ich habe keine. Kommen schneller nach, als wir sie umhauen können. Da ist noch einer. Oh, jetzt kommen wir aber viele. Hier kommt noch einer. Man könnte meinen, das ist ihr Lager. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr, ey. Jetzt. So, jetzt ist der. Jetzt ist wieder ausgeglichen. Verliert euch doch nicht so. Ist doch nicht euer allerheiligstes Ziel, das wir vordringen. Ach, ihr kämpft noch. Der war gut. Hält auch ganz schön was aus, ne? Ja. So, man sieht auf dem Stream, sieht man nicht, oder? Wie seht ihr denn was, Leute? Schreibt es mal ruhig in den Chat. Liegt daran, dass ich hier gerade den anderen Bildschirm. Ah, doch. Ah, doch. Oh, man sieht also eigentlich ganz gut. Ich hab eine Fackel an. Nee, daran lag es nicht. Lag daran, dass ich bei. Ich habe hier nebenbei ja den auf dem zweiten Bildschirm den Stream laufen. Den Bildschirm habe ich auf sehr. Ja, unterschwelligen. Laufen. Bitte? Ich meine, der hatte nichts bei sich. Was hat er bei sich? Was hat er bei sich? Was hat er bei sich? Hey, wir sollten hier erstmal weiter rumlaufen und gucken, was hier noch so ist. Gib es mir! Es ist bestimmt etwas Cooles für mich. Gehen wir einfach weiter gucken, okay? Gib es mir! Was hatte er? Ja, wir müssen mal hier weiter gucken. Was hat er denn? Nichts. Ach so, dieses Schwert. Okay. So sehr gut. Das ist gar nicht so krass. Ey, wir haben unten eben alle platt gemacht. Wo warst du? Was? Ich hab den Platz gemacht. Nein, ich meine diesen Skelett hier. Ich hab mit diesem Skelett hier geredet. Achso. Kritikos hat nur noch sehr wenig Leben. Ich? Kritikos. Ja, der überlebt das schon. Geht mal hier weg, alle. Ich bin hier voll eingeklemmt. Muss ich dich wieder hochheben? Ich kann ihn nicht hochheben. Kann ihn doch. Du kannst ihn doch wegschicken. Ja. Für Getreuen nicht zugänglich. Was? Bewegen! Klappt's? Ja! Jetzt! So! Und? Gibt's hier noch was Lootbares, Lootmeister? Glaub nicht. Vielleicht können wir ganz rechts noch raus. Kommen wir von da? Ja. Ich bin eben doch so cool darüber gesprungen. Das da hier vorne war die Tür, durch die wir eben noch nicht gehen wollten. Hier, ja. Ich zeig drauf. Es dauert immer ein bisschen, bis man das Zeigentoken rausgeholt hat. Warte mal, ich muss mich mal gerade wieder heilen. Ich will nicht so viel Tränke verbrauchen. Na. Ja, nicht. War jetzt aber nicht so die gute Idee. Ich glaube, unsere Leute lösen die Fallen gar nicht aus. Was sagst du zu dieser These? Und zu den ganzen Fallen, die vorhin einmal ausgelöst wurden? Unmöglich. Okay. Dann glaube ich dir das mal nicht. Ja, was ist denn hier, Mensch? Guck dir mal diesen riesigen Thron an. Da hinten steht jemand. Ja, sehe ich.
Er hat eine Waffe gezogen. Schnapp ihn dir. Hey, das ist ein Mensch. Arena. Arena Champion. Tja, gegen uns hat dieser Arena Champion wohl keine Chance. Der hält aber ganz schön viel aus, oder? Ja. Sehr viel. Was war das? Und er hat mich getötet. Zieh dich mal ein Stück zurück. So, lebst du noch? Ja, ja. Okay, ich spawne bei im Dungeon. Ich denke, bei dir müsste ich dann spawnen. Wir kämpfen da noch gegen den, aber ich glaube, die halten da noch nicht mehr lange durch. Ah, ich bin wieder gestorben von den Stacheln. Boah, der haut unsere Thralls weg. Krass. Warum bist du da reingelaufen? Ey, nein, unsere Thralls sind weg. Wir müssen uns zurückziehen, glaube ich. Echt? Mann. Der haut ja. Ja, ich bin beim Anfang des Dungeons gespawnt. Was? Und die Skelette sind auch wieder da. Ich kann nichts machen. Ich kann hier. Warum bist du beim. Ich weiß nicht, warum ich beim Anfang des Dungeons gespawnt bin. Mir lädt er jetzt. Bist du draußen? Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Okay. Boah. Das war ja krass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, den würden wir wie alle anderen auch platt machen. Aber er hat uns besiegt. Aber ich habe den Schlüssel noch. Okay, aber ich habe keine Rüstung mehr. Ja. ich hänge gerade immer noch fest. Okay, ich rette dich. Ein Witz oder so. Ah, jetzt geht's wieder. Kommt ein Pferd in der Bar, sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nur hauen. Kommt eine Ente in der Bar. Okay, lock sie zu mir. Nein, lock sie nicht zu mir. Leute, ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt. Diese Folge zu beenden, ey, ist ja Wahnsinn. Uns ja ultra platt gemacht. Da wurden den Barbaren bloß mal wieder die Flügel gestutzt. Ich würde mal sagen, naja. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Unterstützt uns gerne auf YouTube, indem ihr mich abonniert, ein Like da lasst und ich komme gerade nicht, wie es heißt. Den Algorithmus in die Kommentare schreibt. Ja. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.